Ja, hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go und herzlich willkommen zu meinem Wochenrückblick. Ja, einige von euch haben es ja mitbekommen, ich war ja sehr krank, gab unglaublich viele Genesungswünsche, vielen, vielen Dank dafür, ich glaube 60 oder 70, also wirklich enorm, vielen, vielen Dank. Also da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Ich kann euch gar nicht sagen, was ich durchgemacht habe. Ne? Diese Männergrippe, das ist die Pest. Das ist wirklich schlimm. Also wie ich da gelitten habe. Also wirklich. Frauen können sich das überhaupt gar nicht vorstellen, was Männer da durchmachen. Ich meine, wir sind ja nicht umsonst das starke Geschlecht. Und wenn wir wirklich mal was haben, ne, also unterzeigen, dann geht's uns wirklich, wirklich schlecht. Und die Männergrippe gehört eindeutig dazu. Ich habe dem besten Gesundheitsminister aller Zeiten direkt geschrieben, weil da muss eigentlich eine Impfung her. Ich will dagegen geimpft werden. Ich will das nicht mehr. Ja, so, muss ich mal Schüppchen ziehen. Meine Obi hat immer gesagt, also in Bezug auf, Frauen sind leidensfähiger als Männer, hat immer gesagt, wenn Frauen und Männer abwechselnd Kinder kriegen würden, dann hätte jede Familie maximal 3 Kinder. Der erste wird die Frau kriegen, der zweite der Mann, der dritte die Frau. Also das ist so eine Herabsetzung von Männern, ne? Wo wir doch so stark sind. Sondergleichen. Nee, Omi, so ist das nicht. Ja, Spaß beiseite, war nicht ganz so schlimm, aber ich hatte halt auch viel zu tun und manchmal geht es einfach nicht. Tut mir wirklich leid, ich gelobe Besserung. Ja, wie ihr seht, ich war beim Friseur. Der gute Mann hat es ein bisschen sehr gut gemeint, aber Haare wachsen ja nach und einen hübschen Mann kann ja nichts entstellen. Ne? Also seid mal ehrlich. Ja, ich habe meine Wohnung gekündigt, hatte ein langes Gespräch mit meinem Vermieter. Das ist ja so ein super netter Vermieter. Ich glaube, der netteste, den ich je hatte. Und hat mir so ein bisschen leid getan oder wir uns gegenseitig, kann man schon so sagen. Nächste Woche werde ich dann versuchen, einen Nachmieter zu finden. Und dann gehen die Dinge ihren Gang. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gesagt habe, ich bin ja sozusagen der beste Autofahrer dieser Welt, also wahrscheinlich der Galaxie. Und deshalb habe ich gleich mal meinen rechten Außenspiegel zerlegt und zwar komplett. Das hat vielleicht gescheppert. Boah, da habe ich mich richtig erschrocken. Ja, der Wagen ist doch ein bisschen breiter als ein Kastenwagen. Und dann bin ich halt nach Fiat gefahren, direkt am gleichen Tag, weil ich fahre ja, also jetzt, wo ihr das Video seht, bin ich schon in Holland. Oder Niederlande, sagt man, glaube ich. Muss ja immer vorsichtig sein hier. Und die hatten jetzt nicht so richtig viel Zeit für mich, waren auch nicht bereit, mal so richtig in die Datenbank zu gucken, haben aber gesagt, der Spiegel mit Einbau wird kosten ungefähr 500 bis 600 Euro. Das fand ich jetzt ein bisschen viel. Gut, die Lieferzeit ist mindestens eine Woche. Und den Einbau müssen Sie mal gucken. Also ich sollte so insgesamt mit 2 bis 3 Wochen rechnen. Ja, dann bin ich dann unverrichtete Dinge wieder abgezogen. hab da mal im Internet so ein bisschen recherchiert und habe einen rechten Außenspiegel mit langem Arm für 169 Euro inklusive Versand gekauft. Er war am nächsten Tag da. Also ich habe um 16.30 Uhr bestellt. Am nächsten Tag um, ich glaube, 16 Uhr war der da. Also kann man nicht meckern. Ich werde den jetzt selbst austauschen. Ich denke, das ist kein Hexenwerk und werde euch natürlich davon berichten, beziehungsweise ein Video hochladen, wenn euch das mal passiert, dass ihr nicht in diese Preisfalle lauft und vielleicht das auch selber machen könnt. Oder ein Freund, der hilft oder irgend sowas. Ja, dann hatte ich euch ja das Silvi-Geschirr vorgestellt, was ich nicht nutzen werde. Aber mein Hund. Die Schüsseln sind nämlich grandios für einen Hundenapf. Das ist eigentlich nicht meine Idee, das ist die Idee von Silvi. Und durch die Magnete und so einer Magnetmatte, ich habe da so diese Gläser-Tassenpads genommen, verrutschen die während der Fahrt nicht. Perfekt. Ja, Ende Juli ziehe ich ja fulltime hier in das Wohnmobil ein.
und habe dann auch gleich knapp 5 Wochen Zeit und plane da gerade so meine Reise. Wohin es geht, sage ich euch nicht. Auf jeden Fall ist das ein fahrradfreundliches Land, weil ich will endlich mal mein Bike ausprobieren, so richtig ausprobieren. Da habe ich im Moment irgendwie gar keine Zeit für. Und dann ist das gut, wenn ich in einem Land bin, was nicht so bergig ist, trotz Rad. Ne? Ich bin ja ein Bewegungslegastheniker und von daher muss ich irgendwie klein anfangen. Ich bin gespannt. Aber Draht ist wirklich super. Also, muss ich schon sagen. Dann habe ich ja endlich meine Batterien komplett eingebaut, also weitgehend. Ne, das Video habt ihr ja, seht ihr jetzt am Donnerstag nächste Woche. Über den Wechselrichter ist ja am letzten Donnerstag ein Bericht rausgekommen. Aber da seht ihr schon, wie das so ein bisschen alles verbaut ist. Und dann die Woche kommt ein Video über meine Sandbleche raus. Habe ich auch fertig. War auch ein Riesenakt, muss ich wirklich sagen, war ein Riesenakt, die da anzubringen. Also prinzipiell eigentlich alles ganz simpel, aber die ganzen Schrauben zu finden und die Verlängerung und ja, bis das alles passt, das ist echt. Und immer muss man das ja bestellen, weil man ja in so einem normalen Bauhaus nicht immer alle die Dinge bekommt, die man so für Airline-Schienen und so weiter braucht. Also das ist eine Never-Ending-Story. Ich bin echt satt, ich bin echt satt, ich bin echt durch mit dem Umbau im Wohnmobil. Gut, den Tisch werde ich jetzt noch umbauen. Das mache ich nächste Woche. Also nachdem ich wieder da bin in Düsseldorf, bin ich so weitgehend durch. Ich hatte ein ganz komisches Phänomen hier in dem Wohnmobil. Ich war, habe hier so ein bisschen umgebaut, war irgendwie, habe ich gedacht, jetzt machst du mal Mittagspause, wollte ich den Fernseher anmachen. Der ging auch an und dann ging er wieder aus. Ging wieder an, ging wieder aus. Dann habe ich mal hier alles geprüft und habe festgestellt, dass die Voltanzeige dauernd hin und her springt. Von 12,8 auf 15, was weiß ich, hin und her. Und immer wenn über 15 Volt ging, ging halt der Fernseher aus. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich alle Kabel geprüft. Ich habe alles auseinandergebaut, alles nochmal neu zusammengekrimmt und gemacht und getan. Null Ergebnis. Ja, und dann bin ich mal drauf gekommen, die Solargeschichte zu überprüfen. Ich habe ja einmal drei Solarpanel hier oben drauf, hier vorne an der Front, sozusagen über dem Bett. Und hinten habe ich nochmal ein Panel. Und damit habe ich auch zwei Solarladeregler. Einer davon, der ist hier von Sunware und der ist defekt gewesen. Also abgesehen davon, dass er für Lithium gar nicht geeignet ist, hat er wohl Probleme gemacht. Ich habe den abgeklemmt. Und schon war wieder alles in Ordnung. Ich habe jetzt einen anderen einen MPPT, der ist nämlich auch kein MPPT hier, eingebaut und seitdem funktioniert wieder alles. Aber das war ein Akt, das war, das weiß ich nicht, den ganzen Tag wieder mit so einer Fehlersuche. Ich sag's euch. Kommen wir mal zu euren Fragen, beziehungsweise Anmerkungen. Der Carsten schreibt, mein Papa sagt, also nicht die Omi, sondern der Papa, sagt, Tee mit Rum hilft wirklich. Ja, aber man kann ja nicht immer betrunken sein. Obwohl sich Genuss- und Wirkungstrinken nicht immer unbedingt ausschließt. Also, ne? So, Auftragsbestätigung Sperrmüll, ne, brauchen wir jetzt hier nicht. Ach ja, dann ging es noch um den, ich hatte ja ein Bild veröffentlicht, da hatte ich ein Brautpaar, die hatten sich so ein Mustang als Brautpaar-Auto ja, ausgeliehen. Geiles Teil, absolut geil. Ich hatte ja so die Frage gestellt, welches würdet ihr nehmen, wenn ihr den Motor startet, 8 Zylinder, Hubraum ohne Ende, dann erübrigt sich die Frage. Dann würde ich auch mit meiner Schrankwand in den Mustang einziehen. Also, das war schon klasse. Ich konnte, durfte den noch mal fahren und so. Also, war schon schön. Ja, der Nick C. Nick C. Punkt, so sagt man, glaube ich, immer. Hatte noch eine etwas längere Anmerkung gemacht zu meinem, ja, Quick-Tipp, was das Finden des Abflusses bei der Grauwasserentsorgung angeht. Und da gebe ich ihm recht, die, ja, Abflussrinnen sind ja immer, also nicht immer, natürlich nicht immer, total bescheuert angebracht. Ne? Häufig in der Mitte, ne? Also weiß ich nicht, 3 Meter breit, diese Entsorgungsstation und in der Mitte ist dann längst dieses Abflussgitter,
Was das soll, weiß kein Mensch, denn die Rohre gehen ja immer nach rechts oder links weg zum Ablassen. Die wenigsten haben ja in der Mitte einen Ablass. Die Dummheit der Menschen ist grenzenlos. Oder wie andere sagen, die nach unten offene Richterskala. Ja, und dann schreiben viele gute Besserung, bla bla bla, ganz lieben, nochmal lieben Dank, aber wir warten schon auf das nächste Video. Also wisst ihr, ihr seid richtige Sklaventreiber. So, ach ja, und dann hier der Carsten schreibt mir, ich könnte doch mal über dieses schwierige Thema und dieses Thema heißt Trenntoiletten mal einen Bericht machen. Nee, meine ich. Meine ich nicht. Mir ist das, sorry, total egal, wo und wie ihr reinkackt. Also wirklich, das ist mir zu intim, da möchte ich nicht drüber referieren. Wer eine Trenntoilette hat, super. Wer eine normale Toilette hat, super. Wer, was weiß ich, eine Toilette hat, wo er in Plastiktüten reinmacht, von mir aus, werd ich nicht machen. Ich werde meine Toilette behalten, so wie das ist, und fertig aus. Nikolaus. Das hat sich für mich bewährt und das funktioniert gut. Ich nehme natürlich keine Chemie, würde ich niemals nehmen. Ja, irgendwie kriege ich das immer vernünftig entsorgt. Also nicht in die Walachei schütten oder so, sowas mache ich nicht. Und wie andere das machen, ist mir ziemlich egal. Zu der Trenntoilette vielleicht noch einen Hinweis. Würde ich mir eine Trenntoilette einbauen, dann würde ich keinen Urinauffangbehälter haben. Also den hat man natürlich, aber der hätte dann eine Verbindung zum Abwassertank. Ne, also da würde ich den Urin in den Abwassertank direkt leiten. Das geht bei vielen relativ einfach. Der Ralf, der fährt zum Concorde, der hat das nämlich so gemacht und einige andere auch, die ich kenne. Und dann ist das eine gute Lösung. Mein Gott, ich gehe zwei, dreimal, viermal am Tag auf die Toilette, seid ihr mit zwei Leuten, vielleicht noch mit zwei Kindern, dann macht so eine Trenntoilette kaum Sinn, denn der Urin, der da anfällt, ist einfach viel zu, also die Masse an Urin, die müsst ihr ja doch auch irgendwo entsorgen. Und ja, ich würde das so lösen. Aber ansonsten ist mir das vollkommen egal, wie ihr das macht. Und ich will mich wie sagt er, in dieses schwierige Thema möchte ich mich nicht einmischen. Ich weiß echt nicht, was daran schwierig ist. Aber egal. Aber wir haben ja alle unsere Meinung, ne? Ich habe dazu keine Meinung. Ach so, dann hat mir die Sunstone Power mir dieses kleine 600 Watt Kraftpaket geschickt. Da bin ich gerade am Ausprobieren. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Schön klein. Ist was für einen Strand. Bericht folgt. Dann bekomme ich von Reolink noch zwei Kameras. Die werde ich euch auch ausführlich vorstellen. Und die Switchbot-Leute haben eine neue Kamera rausgebracht, die man fernsteuern kann, also dass die sich so dreht, nicht nur einen Aufnahmewinkel hat. Werde ich euch auch noch einen Bericht bringen. Also in dieser Smart Home-Geschichte folgen auch natürlich noch weitere Beiträge, aber ich kann nicht alles auf einmal machen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Alle YouTuber oder die allermeisten haben ja sogenannte Playlisten. Na, wenn er oben, also wenn er auf die Hauptseite von YouTube kommt, also auf meinem Kanal zum Beispiel, und da auf Play, da gibt es einen Reiter, da ist Playlist, da mal draufklicken. Da habe ich relativ übersichtlich, denke ich, zu vielen Themen ja eine sogenannte Playlist erstellt. Also wenn man so will, ein Ordner, wo Videos zusammengefasst sind, die zu einer Kategorie gehören. Und da vielleicht mal gucken, da gibt es sicherlich das ein oder andere interessante Thema. Also die Lithium-Batterien zum Beispiel, das ist ja nicht mein erster Einbau, da gibt es noch andere Einbauvideos oder Solarpanel und so weiter. Aber auch was die Stellplätze angeht, eine Stellplatzkarte Deutschland und so weiter. Auf meiner Webseite ist das noch viel, viel besser geordnet und übersichtlicher, so wie ich hoffe, für euch. Also da ruhig mal nachgucken. Und dann habt ihr alle Themen, zum Beispiel zu Smart Home im Wohnmobil, in einer Rubrik. Ja, ich freue mich jetzt sehr, mal ein paar Tage auszuspannen. Ich nehme eine Bekannte mit, die wollte mit dem Camping auch mal ausprobieren und da wollte ich nicht sozusagen so fahren, wie ich sonst fahre. Über Pfingsten werden die Stellplätze alle voll sein und dann würde ich viel freistehen. Und es ist vielleicht besser, wenn man auf dem Campingplatz steht, ein Stühlchen rausstellen kann und so eine feste Base sozusagen für ein paar Tage hat. Deshalb dieser Campingplatz.
Ganz interessant, würde ich natürlich auch einen Bericht drüber machen, ist ja logisch. Und ab August, wenn ich Fulltime im Wohnmobil bin, dann werden natürlich auch wieder mehr Berichte folgen. Ne? Also ich mache normalerweise ja 3 Berichte pro Woche, aber das schaffe ich zurzeit nicht. Ne? Also wenn ich 2 mache, also das Sonntagsvideo und noch 1 in der Woche, dann bin ich schon richtig, richtig Oberkante, Unterlippe mit meinen anderen Jobs. Sorry. Aber noch ein paar Mal schlafen, dann bin ich sozusagen wieder der Alte. Ja, nochmal erwähnt, ich fahre ja zu Abenteuer Allrad, möchte ich noch ein bisschen Werbung für machen. Das ist wirklich eine schöne Messe. Und wenn man da regelmäßig hinfährt, dann ja, trifft man auch immer auf Leute, die man dann schon kennt. Und ja, das ist eigentlich ganz schön. Ne? Man muss sich da so ein bisschen hochdienen. Das ist ja immer so, wenn man neu ankommt. Aber wenn man so ein paar Jahre mitmacht, dann hat man da eine schöne Community. Wollte ich euch mal so ein bisschen anregen. Die Messen sind also nicht nur dazu da, oder auch die Treffen, da gibt ja jede Menge Treffen, Wohnmobiltreffen sind nicht nur dazu da, sich zu informieren, sondern auch so Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu pflegen und so weiter. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch wie immer einen schrottfreien Flug. Hab euch alle lieb und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.